Ja, die Insel ist schatzlos. Ich glaube, die sollen ja auch ein bisschen selten sein. So cool, dass man die jetzt einfach wieder auflädt. Ich habe es ja echt gehofft, so wie alle anderen auch, dass man die eben nicht ins Meer schmeißen muss. Wow. Mit der Melone kann man wirklich so viel auflädt. Nö. War ja nicht. Und so weitergeht, brauchen wir bald. Nein, gar nicht. Und neues Glas. Also, Glasproduktion ankurbeln, würde ich sagen. Das läuft ja wie geschmiert. Da hätte ich Lust, noch zwei zu machen. Wollte ich ja vorhin schon, ne? Also, bevor ich mich nicht mehr konzentrieren kann, zwei oder drei oder fünf Biokraftstofftanks nochmal. Also, wenn wir hier übertreiben, dann richtig. Damit man die einmal nachfüllt und dann guckt man irgendwann nochmal nach. Kunststoff, Planken, Seile. Kunststoff. Ja. Das war wohl nichts, ein Satz mit X, das Insel ist doof. Zumindest habe ich Erde bekommen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das Schiff ist. Das brauche ich. Wir haben ein super großes Schiff, aber wenn es drauf ankommt, finde ich es nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Außer das geht mir bei anderen Sachen auch so bei dir. Aber da wollte ich echt, kann man euch finden. Wo ist denn das Riesen? Gerade über das Gleiche? Ist denn das Riesending? Nein, halt dich zurück, Nadine, halt dich zurück. Du sagst jetzt da nichts zu. Ganz ruhig. Das könnte nur peinlich enden. Ich finde es nicht. War ich hier unten? Mit dem riesen Ding, ne? Jetzt haben wir schon so ein großes Schiff, was man überall findet. Ja, da ist es doch. Du brauchst voll eine neue Lesebrille. Oder besser gleich ein Fernglas. Wir haben ja Ferngläser, damit könntest du das Schiff wirklich früher sehen. Selbst wenn es ein bisschen weiter weg ist. So. Ich schmelze mal ganz viel Sand ein für Glas. Damit wir das nächste Mal aus dem Honig noch wieder Honiggläser machen können. Ja, mach mal. Warum hast denn du irgendwie so viele Blätterkisten? Ich verstehe gar nicht. Du, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Da würde ich das Seil draus machen. Spaß hat uns hier Platz. Wenn du zumindest ein Teil der Blätter zu sein und craftest. So. Das ist schon mal drin. Hier sind Felder nicht belegt. Das ist doch.
Dann werden wir jetzt mal weiter hoch. Ja, weiter weg. So, ich kann das nicht mit ansehen. Bye bye. Die Richtung. Oh, jetzt ist mein Finger kaputt. Warum? 10.000 Blätter zu 10.000 Seilen. Ich weiß. Immer wenn ich das machen wollte, hast du mir gesagt, boah, hör doch auf mit den Geklicke. Ach so, echt? Hm. Jedenfalls, jetzt hast du wirklich wieder Platz für Seile und für Blätter. Ja, soll er mal machen. Gut, dann habe ich erstmal hier. Ich habe hier erstmal auch was gefunden. Wie zum Beispiel das, was hier nicht reingehört. Ja. Das gehört ja nicht rein. Dann. Das ist eine bestimmte Logik. Das, was nicht reingehört, gehört nicht rein. Ach, da gehört was rein. Eine dicke Bolzen. Reden wir wieder über dicke Dinge. Eine dicke Bolzen. Ah, du hast mir rote Beeren mitgebracht, dann kann ich wieder so gebrochen. Der dicke Bolzen, der ist jetzt drin. So, das Stück Schrott ist auch drin. Das ist auch drin. Die Marke wird ja auch. So, dann muss ich das hier noch machen. Das Seil kommt rein. Rezept kommt weg. Dreck kommt in die Kiste, in den Schrank. Gut. Das ist gar kein Ausdruck. Perfekt. Also die Melonen füllen das unglaublich schnell auf. Da wir so mega viele Melonen haben. Da echt ein paar reinschneiden. Gut, mal gucken, wie es aussieht. Ich entferne mich. Schon wieder Honig. Ach, da ist noch welcher drin. Ich glaube, ich bin in der falschen Richtung. Na. Boah, leck mir doch am Arsch. Nee, so. Es brutzelt, du kannst es ja mal angucken. Das war wirklich so eine Großraumfabrik hier. Also Kartoffeln kannst du vergessen als Treibstoff. Nimm lieber alles andere, was grün ist und blüht. Kartoffeln haben wir zwar ziemlich viele und kriegen wir auch sehr schnell neu. Jetzt mal schauen. Hier, ich habe hier noch ein paar hingesetzt. Wow. Guck mal hier, die kann man lustigerweise so verbinden. Und rechts die Batterien sind wieder voll, siehst du? Ich habe gar nicht genug Batterien. Oh Mann, oh Mann. Wir haben gar nicht genug Batterien. Also wir haben gar nicht genug Platz, um das alles hier zu... Das ist auf Garantie eine Insel, wo wieder nicht ist. Ich gehe trotzdem mal hin und dann ertränke ich mich mal. Das ist aber kein guter Grundsatz, sich ertränken zu wollen. Na komm. So, nehme ich nochmal Blumen mit, wenn ich schon halb tot bin. Das Ding schlägt nicht aus.
Da ist mein Schiff. Vom Weiden. Ah, einmal ausschlagen bitte, genau. So. Jetzt hast du die Schaufel vergessen, stimmt's? Nee. So, aber nicht die Tarn. Schade. Ich nehme mal die Blumen für dich mit. Ja, der meckert hier rum mit mir. Brauchst du noch Lagerplatz? Soll ich auch kommen? Nö, brauche ich nicht. Wir sind bei Minecraft, wo man so viel Zeug dabei hat und schon den fünften Rucksack angefangen hat. Und diesen Modpack da. Ich bin ja gut in der Arbeit. Ich muss aber jetzt in Zeitlupe laufen. So, ich bin eben alt. Denkst du daran, dass die Folgen nicht so ewig lang sind? Ja, ich denke dran. Schau mal, da ist das wunderbare Schiff. Hältst du gerade? Hältst du gerade am Schiff, an der Insel? Ja, das wollte ich doch, oder? Nee. Na gut, hast recht. Hä, hey, ich hatte doch runtergemacht, wie du wolltest. Nö, ich hätte mich erdrängt. Aber so belebe ich mich wieder weiter und werde also mal wieder... Also ich habe hier nichts gemacht. Ich war nicht an dem Anker dran. Und das ist deine Frage, weil ich habe die ganze Zeit an den Wasserdingern gemacht. Ach so, dann halte ich irgendwie fest an dieser Insel. Das ist mal wieder so eine Insel, die einen magisch anzieht.